Moin Freunde der Sonne. So, ich möchte euch berichten über die 2 Monate, wo ich in Betrieb habe meine Speicheranlage, die im Keller angebaut ist. So sieht das aus. Fange ich ganz klein an, von vorne beschreibe ich euch, wie das angeschlossen habe, wie teuer die Geräte sind, wie die aufgebaut sind, mit welchen Komponenten und ein bisschen Funktion. Also es fängt an in dem Netz, 2 Stecker, intelligente Steckdosen. Ich habe von MyStrom, weil das ist sehr gute Software, gute tolle App. Und dann, wie gesagt, der eine ist Laden, bedeutet, ist verbunden mit dem Ladegerät von Vectron. Blue Smart Charge, 24, 16 Ampere, ganz wichtig. Warum 16 Ampere? Könnt ihr schön mit 400 Watt laden und habt ihr schnell das Akku mit 24 Volt, 100 Ampere, FLP Akku vollgeladen. So, dann geht das von dem Ladegerät direkt, wird angeschlossen, einmal plus, einmal minus zum den, da einmal. Zu den Akku direkt. So, so gut. Dann geht das einmal von Minus zum Wechselrichter. So, Wechselrichter 400 Watt. Der ist gedrosselt von Hilmers, mein Gebrauchter. Ich habe den auf 100 Watt gedrosselt. Dann gibt es extra Hardware dafür mit Bluetooth. Und ich finde, das mit 100 Watt, 150 maximal ist in Ordnung. Das wird nicht warm, der kann wunderbar lange arbeiten. Ich habe das über 200 Watt schon gehabt und das war ziemlich schnell warm. Deswegen muss nicht sein, da wo Wärme, da ist Energieverlust. Deswegen 100 Watt und dann einfach länger anspeisen lassen. So, aber gehen wir mit dem Plus. Und Plus von hier aus. Gehen wir zur ersten Sicherung, 60 oder 80 Watt Ampere, dann zum Batterieprotect. Batterieprotect, hier haben wir den 12, 24 Volt, 65 Ampere, Bluetooth, das ist, der regelt letztendlich die Spannung. Wenn jetzt zu niedrige Spannung ist, dann schaltet aus den Kreis. Und dann, wenn der Akku geladen ist, dann macht wieder an. Warum? Den habe ich noch zwischen, weil die Akku hat auch ein Batteriesystem, BMS, aber das ist besser, wenn man den hat, dann habe ich noch ein bisschen, muss ich nicht hier angreifen, sondern hier kann ich auch einstellen. Das ist momentan bei 20,6, geht das einfach aus Volt. Ja, dann habe ich Unishelly hier unten, so klein Teilchen. So, der ist angeschlossen auch über Sicherung an Batterie. Einmal Plus und einmal Minus. Und der zeigt mir online die Spannung, was ich in Batterie habe. Sonst kann ich nicht abrufen von unterwegs, wie viel Spannung habe ich gerade. Ne? Wie weit bin ich geladen, mein Akku. Und so, dann kann man gute Kontrolle. Sicherung 15 Ampere. So, die sind auch nicht so teuer. Nicht so teuer. Dann habe ich eine 30 Ampere Sicherung hier. Das geht zum Wechselrichter. Den großen habe ich schon gesagt. Hier ist noch klein, der zum Laderegler geht. Ich weiß gar nicht, 15 glaube ich. Oh, das ist mit Leitung zusammen. So, wie funktioniert das alles? Das kombiniere ich zusammen mit TEBA, mit dem Stromtarif. Ich habe 3 Balkonkraftwerke draußen. Jetzt im Winter, dann geben die kaum was. Aber so im Frühjahr, ab März geht los. Und dann kann ich mit Überschuss schön den Akku voll kriegen. Dann schalte ich an, hier elektronisch kann ich das einstellen. Über den Balkonkraftwerk habe ich noch eine Steckdose und die sind verbunden. Dann kann ich sagen, okay, schalte bitte bei 200 Watt Einspeisung dann die Steckdose, dann wird geladen über den Ladegerät den Akku. Oder manuell stelle ich an, jetzt zum Beispiel im Winter, sage ich, okay, Strom ist günstig, über Nacht oder früh, irgendwie 15 Cent, dann lädt mir den Akku voll und dann
schön mit einspeisen. Die zweite kann ich einschalten, dann Wechselrichter wird aktiviert und dann wird mit 35 Cent schön eingespeist. So, dann gebe ich den ganzen wieder Strom zurück ins Netz und spare ich ganze Menge. Warum ist das aus hier? Keine Kontrollchen. Das ist jetzt eine gute Frage. Und zwar, ich habe heute dann über drei Tage eingespeist, ohne Akku aufzuladen. Und der Protect hat er erkannt, aha, da ist Spannung 20, Dings, hat er ausgeschaltet. So, dann wird heute Nacht geladen, die Akku, weil heute Nacht ist ziemlich günstiger Strom. Und morgen kann ich wieder einspeisen. So, so ist das eigentlich der Aufbau. Jetzt zum Preisen. Steckdosen, so 40 Euro, das heißt mal 30, 40 Euro. Den Ladegerät kriegt ihr jetzt im Black Friday vielleicht für 150, 160 Euro. Ganz toll, wirklich von Vectron, gutes Teil. Die Leitung kriegt man auch dazu direkt mit Sicherung. Das ist eine schöne, dicke Leitung. Die Leitung habe ich bei Ali gekauft und habe ich mir so Klemmen. So Geräte, das so die Klemme gemacht, kann man hier sehen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe solche Geräte mir gekauft, hier auch, schön mit 8er Schraube, das ist praktisch. So, dann die Sicherung, auch bei Ali gekauft, günstig. Ja, den, also Protect hat irgendwie 40 Euro gekostet. Die Unishelly irgendwie 15 Euro, den habe ich, den kriegt man schon unter 100 Euro, den Hilmas Wechselrichter, Sicherung. Also Akku hat natürlich das teuerste, 500 Euro, aber jetzt kriegt man die schon irgendwie unter 400 Euro. Also zuschlagen werde ich auf eurer Stelle. Und insgesamt hat mir das gekostet unter 900 Euro, die ganze Anlage. Und das ist schon ordentlich. Also ich habe sonst für Strom bezahlt irgendwie um 100 Euro für unser Haus und jetzt zahle ich 60, 63, jetzt vielleicht im Winter irgendwie 66 oder 70 Euro, aber dann ab März geht wieder los, wo ich jetzt schön einspeisen kann von den Balkonklappwerken in den Akku bei Überschuss oder bei niedrigem Strom. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne könnt ihr euch in den Kommentaren schreiben, beantworte ich gerne und sonst schönes Wochenende!